Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mörder zu Suspect. Ja. Wir brauchen noch eine Säge. Ohne die Säge will ich noch nicht raus. Bewahre uns vor der Dunkelheit, die uns bevorsteht. Falls ihr mich versteht. Ich geh nochmal oben gucken, okay. Da hatten wir eine schon. Hier lag eine. Hier war, glaube ich, keine. Nö. War auch nix. Glaube ich, hier war auch nichts. Ich habe noch nicht alles gesehen. Ah, hier liegt die voll offen rum. Alles klar, neue Geschichte. Es war ungefähr Sonntagmittag, als mich die Bitte des Priesters erreichte. Er suchte nach jemandem, der die alte Kirche reparieren könnte. Sie stand seit über 40 Jahren verlassen auf dem Hügel, nachdem ein Blitzeinschlag 98 einen äußerst verheerenden Feuerschaden verursacht hatte. Natürlich erklärte ich mich einverstanden. Ich wusste, dass etwas nicht stimmte, sobald ich sie betrat und mich ein unerklärlicher Schauer überkam. Ich schüttelte ihn ab und begann mit der Arbeit. Als ich die beschädigten Bodendielen aufriss, naja, eigentlich waren sie alle zerstört, entdeckte ich ein altes Rattennest. Es sah aus wie jedes andere, das ich in meinen 22 Jahren auf dem Bau gesehen hatte, bis mir auffiel, dass dieses aus menschlichen Haaren und Knochen gemacht war. Plötzlich begannen die Bretter im ersten Stock über mir zu knarzen und ich hörte das Weinen eines jungen Mädchens. Nun, ich sorgte mich, dass der beschädigte Teil der Decke unter ihrem Gewicht nachgeben könnte und rief: »Hey, halt, komm sofort runter!« Meine Stimme musste sie erschreckt haben, denn sie wurde auf einmal völlig still. Also stand ich auf und machte mich auf die Suche nach ihr. Als ich den Raum oben betrat, war ich überrascht, ihn völlig leer vorzufinden. Ich hatte keine Minute nach oben gebraucht, und wenn das Mädchen fortgerannt wäre, hätte ich sie gehört. In dem Moment hörte ich wieder das Weinen, diesmal aus dem Glockenturm. Als ich die lange und tückische Treppe hochstieg, bemerkte ich Flecken auf dem Boden, die wie getrocknetes Blut aussahen. Als ich endlich den Glockenstuhl erreichte, war ich vor Entsetzen förmlich gelähmt. Vor mir lag die verwitterte Leiche eines kleinen Mädchens. Ihrer von der Sonne gebleichten Kleidung und den verwitterten Knochen nachzuurteilen, hatte sie wohl den Großteil der 40 Jahre, die dieser Ort verlassen war, dort gelegen. Die Ratten hatten ihre Knochen sauber abgenagt. Ich rannte weg. Ich hielt erst an, als ich in der Stadt war. Der Zahn der Zeit hatte es den Behörden unmöglich gemacht, die Identität des kleinen Mädchens festzustellen. Salem wird wohl nie wissen, wer sie getötet hat. Manche sagen, sie hören sie dort immer noch weinen. Ich selbst bin nie zurückgegangen. Alter, gruselig. Na gut, jetzt können wir rausgehen. Ja, ich finde die Geschichten persönlich echt geil. Weil, keine Ahnung, das hat irgendwie was Cooles. Und was Gruseliges natürlich. Verdammt, was jetzt? Verdammt! Also, wo ist sie hin?
Oh, ist die süß. Das sagt mir alles gar nichts. Welcher Hinweis sagt mir, wo sie hin will? Mutter der Zeugin wird vermisst. Ja, aber was sagt mir das denn? Informationen zu dem Ort müssen enthalten sein. Notiz der Mutter. Das. Ja, okay. Geh jetzt. Finde mein Buch im Polizeirevier und schau nicht zurück. Ja, okay. Macht Sinn. die Zeugin ist auf dem Weg zum Revier, um das Buch ihrer Mutter zu finden. Klar. Sie ist auf dem Weg zum Revier, um ein Buch zu klauen. Da wird sie kaum auffallen. Hast du gewusst, dass ihre Mom für die Polizei arbeitet? Na gut, erzähl's mir nicht. Ja. SPD. Ja, dann da haben wir uns ja schon gründlich umgesehen. Ja, da waren wir auch schon. Ja, voll interessant und spannend hier, ne? Ich weiß. Oh, warte mal, der ganze Scheiß ist weg. Meine Leiche ist weg. Oh mein Gott, da ist noch was hinten. Es ist meine Schuld. Ich habe ihn davon überzeugt, Polizist zu werden. Jetzt liegt er meinetwegen tot auf der Straße. Ach, das ist doch Quatsch. Ex wird sich schuldig, weil er Ronan zu einem Leben als Polizist führte. Wir müssen da hinten lang, ne? Aber ich will jetzt hier gucken. Hier sind jetzt Menschen. Und ich darf hier lang. Was? Was war das? Ich war das. Alles, was im Schatten verborgen ist, macht mir Angst. Was ist denn hier? War voll die schwarze Seele am Start. Hast du das gesehen? Ich erinnere mich immer noch an das erste Mal, dass ich ihn sah. Ronan hatte diese schurkische Angeberei und ich gebe zu, das gefiel mir. Aber was mir noch mehr gefiel, war das Herz unter der Fassade, das er nicht verstecken konnte. Er war ein Typ aus einer üblen Gegend, aber es hatte ihn nicht so abgehärtet, wie er vorgab. Cute. Schön, dass wir noch so ihre Gedanken erfahren und so. Falsche Taste. Wie weh tut ein Tattoo? Der Korb hatte so viele. Wie heißt nochmal das Spiel mit der coolen Grabräuberin? Lara Croft. Kaum zu glauben, dass heute Nacht ein Cop ermordet wurde. Ja, kannst du auch. So ruhig. Was für eine verschlafene Stadt. Ja, das ist Salem, ne? Ich dachte, ihr kennt das hier. Ich dachte, ihr wohnt hier. Ich dachte, ihr kennt euch hier aus. Los bei euch. Zeitungsartikel Nummer 2. Die Polizei Salems hat noch immer keine offizielle Verbindung zwischen den kürzlich gewaltsamen Todesfällen hergestellt. Gerüchte, dass dies das Werk eines einzigen Mörders ist, nehmen zu. Aufgrund fehlender weiterführender Hinweise ist der einzige Zusammenhang ein merkwürdiges glockenförmiges Symbol an vielen dieser Tatorte. Niemand hat auch nur die leiseste Ahnung, was das Symbol bedeuten könnte.
Aber der Glockenmörder hat vielleicht persönliche Gründe, seine Handschrift zu hinterlassen. Lululu, wir laufen jetzt hier mal ein bisschen komisch rum, ne? Guck mal, hier gibt es noch ein neues Enthüllungsding. Ich weiß, wir müssen hier nicht lang. Aber es ergibt sich gerade so. Ronans Eltern klingen sehr instabil. Es muss wirklich schwer für ihn gewesen sein, aufzuwachsen und den instabilen, kriminellen Weg seiner Familie, seiner Eltern zu folgen. Und jetzt ist er mein Rohdiamant. So eine gute Seele und stark genug, um das Gute beizubehalten. Mit allem, was er wegen seinen Eltern durchmachen musste. Es ist selten, dass jemand, der tatsächlich einen guten Grund hat, von seinen Eltern und ihrer Art der Erziehung gefrustet zu sein, sich nie beschwert. Er ist ein so viel besserer Mensch, als alle annehmen. Sie würde niemals Selbstmord begehen. Sie war glücklich mit ihrem Leben, hatte viele Freunde. Jemand muss ihr das angetan haben, so muss es sein. Ach, hier gibt es noch Fotos von den einzelnen Opfern. Ich glaube, es ist nicht mal derselbe Typ. Alles nur Nachahmer. Was, wenn er nie gefasst wird? Macht er dann einfach so weiter? Ich will mehr von diesen historischen Plaketten finden. Ja, klar. Ich fühle mich irgendwie beobachtet. Wir gehen jetzt hier mal die einzelnen Sachen hier durch, ne? Also wir kommen noch zum Polizeirevier. Keine Panik, keine Panik. Wo kommen wir denn da hin? Na, wieder diese scheiß Maus da. Nur Schuldige schauen über ihre Schulter. Wovor hast du Angst? Wovor sich alle Schuldigen fürchten. Sieht aus wie der Typ im Schrank. Verdammnis. Dachte, ich gebe mir die Kugel und das war's. Ich hatte ja keine Ahnung. Aber ich konnte den Druck nicht mehr ertragen. Welchen Druck? Dass es jemand herausfindet. Leute wie du haben hier immer herumgeschnüffelt, nach Hinweisen für andere Fälle gesucht. Mit jedem Bullen, der durch das Tor kam, spürte ich, wie sich die Schlinge enger zuzog. Hm? Wie sich rausstellt, hätte ich mir mehr zutrauen sollen. Sie verrottet noch immer dort, wo ich sie zurückließ. What? Ja, lach nur. Es gibt Leute, die es verdienen, zu wissen, was du getan hast. Kein Grund, das mit ins Grab zu nehmen. Ist doch schon wir tot. Alle nehmen etwas mit ins Grab. Selbst du. Hier wandern Dinge herum. Böse Dinge. Du solltest auf dich aufpassen. Komme ich da ran? Ich will das haben. Komme ich denn da ran? Hallo? Ran. Meh. Ich will das haben. Komme ich da ran? Ich sagte, belassen wir es dabei. Fuck. Ah, hier ist eine Katze. So kommen wir daran. Was holen wir uns jetzt? Ja, okay. Oh, da oben ist auch was. Zurück. Ja.
Die Lenkung mit der Katze ist manchmal echt merkwürdig. Finde ich. Und ziemlich schwer. Das sammeln wir ein. Ups. Meets, meets, meets. So, wie kommen wir da jetzt hoch? Ah, hier. Oh. So, jetzt müssen wir mit der Mizi auch noch irgendwie hier raus. Mizi! Wir brauchen dich noch da hinten. Ich muss mit dir da durch. Als wir da durchkommen. Kommen wir mit der Mizi da auch gar nicht hin. Ja gut, ich beende dann hier mal die Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein!